wieso hast du dich für die Farbe Grau entschieden? Ja, Grau kommt immer irgendwo vor. Es gibt viele Maler, die nur graue Farbflächen. Eben diese, das ist ein Reiz, glaube ich, sowas als Gegenpol zur ganzen Farbigkeit in der Malerei zu setzen. Und das Grau ist für mich aber auch eine Eingrenzung oder auch ein Hervorheben der Farbe. Also die Grautöne sind ja auch heutzutage eigentlich ziemlich in Mode gekommen, also man findet es ja überall. Ja. Es ist halt eine elegante Farbe im Endeffekt und hat irrsinnig viele Farbtöne in sich. Mhm. Also für mich ist quasi Grau nicht nur aus Schwarz und Weiß zusammengewischt als neutrales Grau, sondern bilden halt immer Blau, Rot und Gelb als Grundfarben. Und das ist das, was mich eigentlich als gereizt hat mit einem Farbton, der eigentlich alle anderen Farben beinhaltet,